Menschen, ich weiß, schon wieder ein Tag, aber den hier wollte ich gerne abdrehen, bevor Weihnachten vorbei ist, da sich zwei Fragen doch eben auch auf Weihnachten beziehen und das bringt ja dann irgendwie im März auch nichts mehr. Ich wurde von First Hand getaggt, ich glaube im Original kommt er von BBFay und ich möchte nochmal danken für die Einladung zu diesem Tag. Es geht um winterlich-weihnachtliche Dinge und beginnt mit dem Adventskalender. Bei welchem Buch zählst du die Tage, dass es endlich erscheint? Da gibt es zurzeit tatsächlich so mehr oder weniger drei, denn bei zweien gibt es schon die gebundene Version, aber ich habe es mir jetzt einfach so lange nicht gekauft, dass ich mir dachte, ich kann auch einfach auf die Taschenbuchausgabe warten. Das wäre einmal die Pfaueninsel von Thomas Hetschel, glaube ich, und dann auch noch der zweite Teil der Silo-Reihe, von dem ich immer vergesse, ob es Exit oder Level ist. Und wie alle anderen warte ich irgendwie natürlich auch immer auf den dritten Teil der Kingkiller Chronicles, also die Fantasy-Reihe, die im Deutschen mit Der Name des Windes begann. Aber das steht, glaube ich, noch so ein bisschen in den Sternen, ob das nächstes Jahr überhaupt erscheinen soll. Als zweites wird gefragt, Schlittschuhlaufen, zeige ein Buch mit rasanter Handlung. Das war überhaupt keine Frage. Ich habe mich da entschieden für Du sollst Bestie sein von Usodinma Iweala möglicherweise. Es geht hier um Kindersoldaten in einem nicht näher beschriebenen Land und hier erinnere ich mich, dass es wirklich sofort losging. Also wir beginnen mit eigentlich dem Vater, der seinem Sohn sagt, lauf, lauf so schnell du kannst und er wird halt trotzdem so von dieser Truppe aufgefangen und innerhalb von 3-4 Seiten beginnt er halt dann auch Leute zu erschießen, abzustumpfen und so weiter und so fort. Ich muss noch so als Hinweis sagen, es ist natürlich ein sehr, sehr schlimmes und eindringliches Thema, aber das Buch hat mich gar nicht hundertprozentig überzeugt. Also falls euch die Thematik interessiert, greift auf jeden Fall dazu. Aber falls das jetzt einfach nur so allgemein ist, kann es jetzt gar nicht so hundertprozentig empfehlen. Es war gut, aber jetzt nicht überwältigend. Als nächstes dann die Lichterkette. Zeige eine Reihe, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Mit dem Hinweis, dass ich der Meinung bin, man kann sie sich durchaus entgehen lassen. Es ist jetzt nicht lebensnotwendig, aber ich fand sie eben gut. Und zwar ist es die His Dark Materials-Reihe von Philip Pullman, die eben im Deutschen mit Der goldene Kompass beginnt. Ich glaube durchaus, dass man aus der Reihe mehr herausnimmt, wenn man sie so als Jugendlicher liest und als Erwachsener, die einem vielleicht nicht mehr so viel gibt. Aber Philip Pullman hat die ja durchaus bewusst als Gegenentwurf zu Narnia geschrieben und ich bin der Meinung, dass die Welt durchaus mehr Gegenentwürfe zu Narnia gebrauchen kann, weswegen ich sie durchaus empfehle. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Mischung aus einer spannenden Abenteuergeschichte und auf der anderen Seite Elementen, die so unterschwellig zum Nachdenken anregen über gewisse Organisationen und die Obrigkeit. So, das kann ein Kind durchaus vertragen und tausendmal besser als Narnia. Dann kommen wir zur Schneeballschlacht. Zeige ein Buch, in dem zwei Seiten gegeneinander antreten. Habe ich jetzt vielleicht ein bisschen groß gefasst, denn es geht hier nicht um einen Krieg oder so. Ich möchte empfehlen Wir von Jewgeni Samjatin oder so. Ist eine der großen klassischen Dystopien, nämlich sogar diejenige, die George Orwell zu 1984 anregte. Und hier kann man prinzipiell sagen, dass ein Ich, das einzige Ich gegen ein großes Wir antritt. Und grundsätzlich lohnen sich Dystopien sowieso immer. Als fünftes backen wir dann Plätzchen. Wenn du das Ende eines Buches ändern könntest, welches würdest du wählen? Was hat das mit Plätzchenbacken zu tun? Naja, egal. Also ich will das Buch nicht unbedingt ändern, aber bei Die Straße von Cormac McCarthy fiel mir das Ende schon so ein bisschen negativ aus. Es hat nicht dafür gesorgt, dass ich das Buch als Ganzes nicht mochte. Ich liebe es. Es ist so eine schöne, düstere, drückende, beklemmende Stimmung. Und am Ende passiert dann aber noch etwas so vollkommen aus dem Nichts. Es ist ein totales Ex Machina. Puff, hier bin ich. Was mich so ein bisschen gestört hat. Oder ich meine, ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn es anders ausgeht, aber das fiel mir schon etwas negativ auf, dass hier plötzlich etwas passiert, was man halt wirklich so gar nicht kommen sah, was, naja, ich will nicht zu viel voran, aber was dem halt nochmal eine andere Wendung gibt. Danach geht es um die Schneeflocke. Zeige ein Buch mit einem einzigartigen Charakter. Und ich habe mich entschieden für Ancillary Justice von Anne Leckie. Vom zweiten Teil war ich ja im letzten Monatsrückblick nicht so überzeugt, aber ein einzigartiger Charakter ist hier definitiv vorhanden. Es ist nämlich ein Raumschiff und gleichzeitig auch die dazugehörige AI, also künstliche Intelligenz hinter diesem Raumschiff, aber dann eben auch noch die dazugehörigen Ancillaries. Dafür müsste ich jetzt etwas weiter ausholen, um das komplett zu erklären, aber um es kurz zu fassen, Ancillaries sind eigentlich Menschen, normale Menschen, die aber von dieser Schiffs-AI, künstlichen Intelligenz, eben wie besetzt werden. Die AI kann durch die Augen dieser Personen schauen, sodass wir halt ganz, ganz tolle Momente haben, in dem eben
dieselbe Person, die ja nicht dieselbe Person ist, aber das Bewusstsein dahinter eben einerseits auf dem Platz patrouilliert, dann ein Gespräch mit jemandem führt und gleichzeitig im Raumschiff aktiv ist. Und das war ein ganz, ganz tolles Leseerlebnis meiner Meinung nach. Auch wenn ich jetzt erstmal schauen muss, wie der dritte Teil wird, um die ganze Reihe empfehlen zu können. Als siebtes dann der Weihnachtsmarkt. Nenne ein Buch, Lied oder Film, welches dich in Weihnachtsstimmung versetzt. Da muss ich leider so ein bisschen passen, denn natürlich kann ich nicht anders als bei The Last Christmas zum Beispiel an Weihnachten zu denken, aber das versetzt mich nicht wirklich in eine Stimmung und wenn überhaupt dann nicht in eine positive. Ich glaube auch, ich bin mal wieder so jemand, der keine richtige Weihnachtsstimmung hat. Also ich feiere das ja nicht wirklich, ich meine, ich fahre heim, aber das ist für mich jetzt nicht verbunden mit einer ganz tollen Atmosphäre und so. Deswegen habe ich dafür leider keine Antwort. Und wir machen weiter mit achtens, Geschenke kaufen. Zeige ein Buch, das du als Weihnachtsgeschenk empfehlen würdest. Nenne die Zielgruppe. Und da habe ich mich für etwas entschieden, was ich tatsächlich verschenke. Ich las das dann noch überraschend im November zu Ende, nachdem ich den Rückblick schon drehte. Und ich selber habe daran sogar einiges zu kritisieren. Aber es gibt eine bestimmte Gruppe oder eine bestimmte Stimmung, für die ich das empfehlen würde. Nämlich Sungs Laden von, wem eigentlich? Karin Kalisa. Und das ist ein Buch, was ich meiner Mama schenken werde, um sie so ein bisschen runterzubringen und auch in Ruhe zu versetzen, denn das ist ein Buch, was sehr positiv ist. Hier geht alles gut aus, alle haben sich lieb, nichts Schlimmes passiert, es ist wirklich heile Welt. Wie gesagt, für mich war das nicht so ganz was, ich hätte gerne ein bisschen was Kritisches und ich lese ja auch lieber Bücher, in denen irgendwas Schlimmes passiert, aber ich glaube, das ist halt gut für Leute, die vielleicht auch sehr im Stress sind in der Zeit, die da, wo viel Schlimmes vielleicht auch passiert ist, wenn die einfach mal ein bisschen abschalten wollen, auch weg von der Welt. Für so Leute könnte ich das auf jeden Fall empfehlen. Mit den Weihnachtskugeln wird dann nach einem glitzernden oder glänzenden Buch gefragt und ich halte euch, also sprach Golem von dem Herrn Lehm in die Kamera. Das ist ein Science-Fiction-Buch, was so philosophische Überlegungen zur Menschheit, dem Bewusstsein und Evolution bereithält. Ich mochte das sehr und obwohl es immer noch das einzige Buch von Stanislaw Lehm ist, was ich jemals las, ist er bei mir immer so, also mit relativ weit oben, ich sage immer so, ja, ja, den Lehm, den mag ich total, obwohl ich erst ein Buch von ihm las. Es soll auf jeden Fall noch weitergehen mit mir und ihm und das kann ich auch empfehlen. Zehntens, der Mistelzweig. Bilde das perfekte Paar mit zwei Charakteren aus unterschiedlichen Büchern. Ich habe mich für zwei entschieden, von denen ich nicht weiß, ob sie heterosexuell sind, aber hoffe, dass sie es nicht sind, denn ich möchte gerne Ginny Weasley aus Harry Potter, vielleicht wenn sie erwachsen ist oder beide müssen Jugendliche sein oder ja, sonst ist es immer so ein seltsames Kräftegleichgewicht, gerne mit Eowyn aus der Herr der Ringe zusammenbringen. Ich finde, das sind beide sehr starke Frauen, die auch für die Menschen, die sie lieben, einstehen können, die sehr kämpferisch sind und vielleicht könnte das dann zwar auch in einer Beziehung etwas, ist kompetitiv ein deutsches Wort? Ja. Kompetitiv werden, aber ich glaube, dass die beiden sich auch sehr gut unterstützen könnten und gut miteinander leben können. Bei Elftens, dem Schneeengel, habe ich es mir etwas einfach gemacht. Gefragt wird nach einem Buch, das vor einer winterlichen Kulisse spielt und ich habe mir jetzt den Schneekreuzer gewählt. Oh. Und das ist ja komplett in einer Welt, die ja, eingeschneit ist. Komplett, also vereist, Schnee, Kälte und so weiter und so fort. Es ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen unlogisch, denn es wird nie erklärt, wie da diese Schiene, auf der der Zug permanent um die Erde fährt, damit die Leute nicht erfrieren, wie das irgendwie geschaffen wurde, wie das Sinn ergibt über die Ozeane und so. Aber das ist halt die Prämisse des Buches und es geht auch viel mehr eigentlich dann um die Zustände in dem Zug und die gesellschaftlichen Klassen. Aber das spielt auf jeden Fall in Schnee, Eis und Kälte. Und schließlich die letzte Frage. Unter Weihnachtsbaum, gibt es ein Buch, das du dir zu Weihnachten wünschst? Fangen wir mal so an. Überhaupt eins wäre schön, denn die Leute schenken mir halt selten noch Bücher. Aber ich werde einfach eines zeigen, was ich tatsächlich bekommen werde. Mit meinen Eltern habe ich jetzt immer so die Abmachung, pass auf Kind, kauf dir einfach selber was. Wir wissen ja eh nicht, was du hast, weil ich ja nicht mehr alleine wohne und ich soll mir dann immer mal vielleicht ein bisschen was Teures kaufen, was ich mir selber nicht so leisten könnte oder würde und das kriege ich dann immer zu Weihnachten. Dieses Jahr ist es der Frühling in, sagt man eigentlich Tschernobyl oder Tschernobyl? Ich bin immer aufgewachsen mit Tschernobyl, aber in letzter Zeit habe ich auch viele Leute Tschernobyl sagen hören. Egal, auf jeden Fall ist das ein Comic und das sieht jetzt schon so aus, als könnte das von den Zeichnungen her eines der besten werden, die ich jemals las. Es ist zum Glück noch eingeschweißt, sonst hätte ich mich, glaube ich, nicht zurückhalten können und hätte es, glaube ich, schon mal so ein bisschen gelesen oder vielleicht so ein bisschen ganz. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, es soll eine melancholische Geschichte werden und auch die Zeichnungen, die ich online schon sah, die haben mich absolut überzeugt. So,
Das war der Tag. Ich werde mal wieder niemanden taggen, denn es ist schon wieder kurz vor Weihnachten. Ich glaube, dass dann viele Leute auch keine Lust mehr drauf haben. Falls ihr doch irgendwie gerade voll in Weihnachtsstimmung seid, macht den Tag bitte. Fühlt euch von mir getaggt. Könnt auch sagen, ich habe euch getaggt. Ich will jetzt nur niemanden jetzt kurz vor Weihnachten noch so dazu verdonnern, dass er das jetzt noch in ein paar Wochen machen muss. Und ich danke fürs Zuschauen. Wie immer könnt ihr mir etwas sagen zu den Büchern, die ich ausgewählt habe. Ich weiß, es war wieder sehr Fantasy und Science Fiction lastig. Das ist bei mir bei solchen Tags irgendwie immer der Fall, weil die Fragen so gestellt sind, dass das einfach am besten immer zu Fantasy und Science Fiction passt. First Hand hat eigentlich ein paar gute Alternativen in ihrem Video hochgehalten, aber ich kann ja auch nicht alles nachmachen. Naja, dann habe ich genug gelabert. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.